Hallo und auch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry 5. Und es ist halt jetzt für uns, also für mich ein bisschen speziell geworden, weil ich kann jetzt endlich mal wieder Far Cry 5 spielen. Ich bin jetzt mit Bioshock durch, darüber freue ich mich halt wie gesagt sehr und jetzt kann ich halt wie gesagt hier weitermachen und auch mal das ganze Projekt dann auch mal wieder abschließen, weil ich habe keinen Bock noch irgendwie, dass irgendwas noch dazwischen kommt. Deshalb ich werde jetzt erstmal das hier alles machen und, warte mal, hier ist was. Ist was? Ja, das will ich nicht. Das will ich haben. Wieder vorn kommt Ärger. Hat etwa den? Ja, schneller weg, als man denkt. Was sagt man dazu? Ich kann noch snipen. Na gut, ich habe halt wie gesagt die meiste Zeit lieber einen Sniper mit dabei. Hab auch einen Flammenwerfer dabei, der mir glaube ich nicht so viel Sachen bringt, aber ja, ich habe ihn dabei. Das ist hat's jetzt da hinten auf sich mit dem. Ich soll ja die vernichten. Das weiß ich noch. Oh, getroffen. Gut, dann vernichten wir jetzt mal das Ding mal. Ich soll ja ein paar Konvois von ihm wegmachen und zwar mit diesem ganzen Bliss. Was hier alle mit zustande ist. Das will ja keiner von uns hier haben. Währenddessen kann ich hier mit Leuten reden. Okay, wir haben auch was Neues bekommen. Wir haben leider alle volle Taschen, deshalb können wir es nicht mitnehmen. Schade. So, dann kann wir mal das Ding nieder. Klappt doch so. Du musst nicht gleich da reinrennen, Fräulein. Wir können bloß noch etwas ausprobieren. Mein Gott, ich kann das nicht machen. Ja, das funktioniert auch damit. Gut, wir haben 2 von 5 geschafft. Wir können beide Sachen machen gleichzeitig. Was Schönes. Aber gut, gehen wir zur nächsten Mission und ich sehe meine 2 Katzen da herumstreiten, wer den Thron bekommt. Das ist aber ein Freund. Nein, das ist überhaupt nicht gut. Hallo, junger Mann. Hallo, was machst du hier? Hat Steve in seiner Werkstatt an einem Mordsschlitten rumgebastelt. Ja. Falls er den wieder hinbekommen hat, hätten die Cougars sicher Verwendung dafür. Ja. Wo ist denn das? Da hinten. Ich wollte als erstmal dahin, also lass mich mal machen. Heute die Folge werden wir jetzt erstmal so machen, wir gehen ein bisschen den Weg hier entlang. Also, ich dachte mir so, gehen wir mal ein bisschen halt, wie gesagt, so drumherum. Wir müssen ja nicht mit dem Fahrzeug fahren, sondern genießen einfach die Landschaft. Und mal gucken, was wir unterwegs noch bekommen. Vielleicht Drogenboote. Die Sache wäre möglich. Und diese Wölfe. Ja, die Wölfe will ich überhaupt drin gar nicht ran. Wieso? Ich müsste mal die ganzen Felder verkaufen, die ich bekommen habe. Das ist das Wichtigste, was ich eigentlich machen sollte. Ist das einer von uns? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, der hat geschossen gehabt. Und dieses ganze Wasser komplett mit Bliss zugehauen. Alter, war Walder. Ich will bloß nicht wissen, wie... Warte mal. Wenn dieser ganze Bereich mit Bliss zugehauen wurde... Wie zum Teufel kannst du nicht ins Nachbarort gegangen sein? Also hier dort, wo Falls End ist, warte mal. Scheiße, wie heißt jetzt dieses Gebiet? Hier ist ein Hope Country, glaube ich. Nee, Hope Country ist ja, glaube ich, das ganze Ding. Mein Gott, ich habe keine Ahnung. Zu lange her, ich habe überhaupt nichts mehr, eine Ahnung, was ich hier mache. Außer, dass ich ein bisschen durch die Gegend watschle und meinen Spaß habe dabei. Und ja. Mir geht es halt, wie gesagt, sehr gut. Ich habe meinen Spaß an allem. Und ich kann mal gucken, wie viel Zeit ich noch mit raus verschwinden kann mit allem. Nee, aber ich will hier ein bisschen auch mal so sagen, ein bisschen ruhiger mal die ganzen Folgen machen, dass ich mir mal die ganze Gegend ein bisschen angucke. Ist ja auch ein bisschen besser, finde ich sogar. Und mal gucken, was hier alles gibt. Ich sehe jedenfalls sehr viel Bliss. Und diese Faith war sehr seltsam, als sie in dieser... Gestalt da war.
Blitzbesetzter Bär, Blitzbesetzter Bär. Na, die kann ich leider nicht plündern. Ach man, schade eigentlich sogar. Oh, hier gibt es ein Süppchen. Kann ich was davon essen? Hätte besser laufen können. Ja, alles hätte besser laufen können. Na gut, die Leute sind wohl nicht hier. Sind wir irgendwo anders hingegangen. Ein Angler. Man, der lässt einfach so die Suppe dafür. Vielleicht ist er hier irgendwo. Oder der Bär hat aufgefunden. Warte mal, wer? Wollen wir was dagegen unternehmen? Was hat er vor? Ich ziehe um. Ich brauche mehr Übung. Okay, der Schütze da hinten war echt geil drauf. Der hat sogar geschafft gehabt. Warum bist du hierher gekommen? Also guck mal, ich bin nicht der Einzige, der irgendwas macht. Ist doch schön, aber dieses blitzbesetzte Tier, was war denn das denn da? Das war seltsam. Da ist noch ein Transporter, hätte ich welche befreien können. Kannte ich jetzt aber nicht tun. Also sagen wir mal so, wir haben es mal ignoriert. Da ist was. Da ist was, was ich vernichten musste. Und da hinten ist auch was. Leute, die Stress suchen. Müssen wir jetzt Kirchenplatz machen oder wie ist das ganze Ding? Ich habe keine Ahnung, das sieht aus wie eine Kirche, die platt gemacht werden will. Und mal gucken, ist auch blitzbesetzt? Keine Ahnung. Ja, ist Blitz. Alter, wie viel Blitz haben sie hier in diesen ganzen Ding reingescheppert? Die Nachwirkungen sind jetzt noch alle zu merken. Das ist ein Versorgungslaster gewesen. Hätte man gut Sachen rausholen können, die ich sowieso nicht hätte sammeln können. Ich weiß. Alles voll so weit, weitestgehend. Und hier ist jetzt ein Flugzeug mit dabei. Hier kommt was an, was zerstört. Ah, nee, hier ist was, was zerstört von mir. Aber vielleicht sind das nur, was ist denn das? Von diesem Nebel. Doch, das Ding. Ich ändere die Position. Von hier kann hab ich mich schon gefragt, machen, was da los ist. Das war ein Sektmitglied. Ja, alles okay? Alles fit im Schritt? Es kursieren Geschichten über ein paar Kugas, die Leute auf den Raubtiergipfel bringen. Ihr Treffpunkt ist angeblich der Aussichtsturm. Okay. Kannst du mal kurz weggehen? Das ganze Ding wird gleich in Luft fliegen. Heilige Scheiße! Was ist denn los? Was ist los? Sie taucht ab und zu mal aus, weil ich zu viel Bliss-Intus habe. Heilige Scheiße. Okay, das Ding ist ja wirklich voll irre. Der Widerstand hat gerade eine Ladung neue Ausrüstung bekommen. Sieh es dir an, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst. Danke für sagen, Dutch. Ich sonst nie mitbekommen. Ah, das Blissfeld. Schlimmster Feind. Ist doch gut. Brennt schön. Ja, brennt gut. Ah, so viel Tonnen an Bliss in der Luft. Oh, das schlagen ja. Also das ist wirklich. Ich weiß noch eine Mission, die habe ich mich damals gesehen gehabt. Per dummen Zufall bei Far Cry 3. Also Far Cry 3. Es ging, glaube ich, sogar darum, halt wie gesagt, sogar wirklich so ein Drogenfeld halt zu eliminieren. War halt echt interessant, also du hast halt wirklich so ein ganzes Feld gehabt und musstest halt wirklich das Ganze zum Brennen bringen. So wie hier. Mein Gott, so viel Bliss. Eigentlich bringt es überhaupt drin gar nicht, das ganze Ding zu vernichten. Ey, Fräulein. Lass den armen Buben mal in Ruhe. Der hat dir nichts angetan. Oh scheiße, ich brauch dringend Muni. Oh mein Gott, Alter, ich sollte mal aufpassen, mit was ich schieße, aber es ist halt, wie gesagt, zu leicht gesagt. Weil ich aufpassen soll. Ja, ich... Oh, hier ist was. Das habe ich noch nie gehört, glaube ich. Mann, endlich kann John mehr hören. Jetzt kann ich Faith-Stimme hören. Nur so können wir uns auf das kommende Vorbereiten.
Welches Horn? So, hab jetzt was stattgefunden. Solange sie mich nicht sehen, bin ich noch unbedeckt. Solange sie mich nicht sehen, bin ich noch unbedeckt. Solange sie mich nicht sehen, bin ich noch unentdeckt. Solange die mich noch nicht sehen, bin ich noch unentdeckt. Die haben mich aber entdeckt, oder? Ah, dahin wurde Boomer zerstört. Da hinten ist ein Sniper gewesen. Bin ich an den ran? Ich glaub nicht. Oh, die haben Verstärkung gerufen. Ist ja gar nicht gut. Warte mal. Wer hat gesagt, dass ich die Waffe wechseln will? Ich will plündert. Wer hat gesagt, dass ich die Waffe wechseln will? Ich will plündert. Da in die Sniper. Ich weiß nicht, ob ich Boomer bekommen kann. Es ist schwierig, sage ich jetzt schon. Weil sonst machen wir... Ah, kann ich nicht. Kann ich hier irgendwie hin? So, Befreiung. Komm hoch. Ich verstecke mich im Feld. Ein Turm. Kennst du nicht die Gesetze? Wer hoch hinaus will, wird eher tief fallen. Hier ist was. Hier ist was zum Lesen. Scheiße, da hinten sind alle. Umziehen. Kann ich nicht runter? Die kriegen mich niemals. Ich verschwinde im Wasser. Ich bin das Wasser. Ich frage mich, hat überhaupt mich der eine nicht mitbekommen? Er ist tot. Ich habe jemanden gesehen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Angel hat mich auch gesehen gehabt. Also hätte mich sehen können. Weiß aber nicht wo. Gott, ey. Hab ich den? Ich hab den noch nicht. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Von oben nach unten, my friends. Ja, ich spiele die miteinander aus, die wissen nicht, wo ich bin. Der ist down gegangen, my friends. Guck mal. What the fuck? Woher kommt die Verstärkung? Ich will keine Verstärkung. Mag ich nicht. Wie ich den eigentlich mal? Sind da welche? Okay, geh mal bitte dahin. Ich will mal kurz wissen, wo sind die? Niemand hat mich gesehen. Sniper. Das war meine Mausi und hat vielleicht was runtergeholt. Da ist noch einer. Ah, ich wünschte, ich könnte durchs Holz schießen. So. Befreit. Nicht unentdeckt, ich wurde doch ein einziges Mal entdeckt. Mann, Mausi, was machst du da oben schon wieder?
Ah gut, wir haben es geschafft. Also ich habe es geschafft. Verbrennt die Felder, macht alles nieder. Weißt du, was man machen kann? Obwohl, lassen sie jetzt wirklich die Felder da? Ich hätte gesagt, die verbrennen lassen. Die wäre wirklich zu 100% der Meinung gewesen, die ist alles verbrennen lassen. Na gut, dann lesen wir mal. Hört das Wort. Der Pfad von ihnen geht, steht allen jenen offen, die Fey folgen und den rechten Glauben haben. Den rechten sogar. Schließt euch ihre Priesterin an, diesen Schrein, um Josephs Worte zu hören. Gemeinsam werden wir in Garten zurückkehren. Und ich weiß, dass jemand hier Stress hat. Sicher der Kopf. So viele Wege zur Auswahl. Was glaubt man, wem hilft man als erstes? Wann zeigt man Vertrauen? Das ist eine Magierin. Der Pfad schenkt Klarheit. Ich zeige dir das den gibt's Pfad. Doch nicht. Hat irgendjemand sie gesehen? Hey, du, komm her. Was ist los? Warte, hier ist was. Das schaffe ich nicht allein. Wie, ich wurde gesegnet. Oh nein, ich weiß, wie es letztes Mal ausgegangen ist. Und was hast du im Mund da? Oh Mann, hier geht's einfach nicht. Gute Arbeit am Lager übrigens. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Da unten am Fluss gibt's einen gefährlichen Puma. Das ist kein gewöhnliches Tier. Oh nein. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Oh nein. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Ich habe einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen. Verdammt. Aber die kamen nicht zurück. Sind wahrscheinlich tot. Ich hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Aber ich sag dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. Okay, mal gucken, wie der drauf ist. Der Elch war schlimmer. Ich wurde gezeichnet, hier wird irgendwas passieren demnächst. Die Frage ist, was passiert hier? Karte. Ich gerne. Schätze nämlich auch gerne. Kann ich irgendwas verkaufen? Ich habe sehr viel Fell hier. Das war mal richtig geil geschossen, danke. Wieder mache ich doch gerne. Na. Ich will, Beute einfach verkaufen. Ich würde gern ungern halt wirklich die Alphas verkaufen. Na gut, dann verkaufen wir Alphas mit. Wollen wir so oder so hoffentlich nicht alles. Naja, es werden wir alles so oder so finden. Obwohl die ganzen Karten, ich weiß jetzt nicht, ob es gut war oder auch schlecht. Ach, es wird doch nicht so schlimm sein, oder? Hab jedenfalls viel geschafft. Hier war noch irgendjemand, der mit mir reden wollte. In diese Richtung war das. Ich komme. Habe ich Munition? Ich habe keine Muni. So, da hinten ist eine Person. Warum rutsche ich jetzt zum Teufel? Mann, ich wollte mich einfach bloß mit dem Gesicht kratzen. Schön, dich zu sehen, Kumpel. Geier! Danke für deinen Einsatz beim Gefängnis. Mach ich gerne. Ein Typ namens Roy hat uns die Koordinaten seines Bunkers geschickt. Angeblich hat er da Zeug verstaut, das wir brauchen können. Von innen ist der zugesperrt, aber man soll auch durchs Wasser reinkommen. Ein Tunnel. Das war knapp. Hat dein Daddy dich nicht erzogen? Hol da den Scheiß! Mein Gott! Was ist das denn für ein Mistvieh gewesen? Danke, Leute. So, dann gehen wir mal weiter. Was wollten wir machen? Wir haben Puma-Saison. Ja, Puma-Saison. Wo können wir jetzt eigentlich als nächstes hin? Rein theoretisch könnte ich meinen, da oben gehen wir nicht hin. Wir laufen wieder zurück zum Puma. Ach, wir laufen zurück zum Puma. Hört sich doch was Schönes. Wir laufen jetzt direkt zum Boom. Bleib nicht so lange in diesem Nebel. Was für ein Tag, um mit dem Saufen aufzuhören. Ich werde nochmal zurückgehen und meine Rohstoffe auffüllen. Ich sehe auch einen Helikopterlandeplatz. Wir können auch mit dem Heli fahren. Cool. Also Heli fliegen. Also als Fahrzeug benutzen. Das ist auch eine gute Idee. Dann gehen wir am besten dahin, machen den fertig und dann mal gucken, was noch kommt.
Wir könnten rein theoretisch auch dann dieses dumme Ding da wegmachen. Das wäre, glaube ich, auch eine gute Idee. Gegenstände, Munition. Komplett alles aufnehmen. Mach ich gerne. So, dann schnappen wir uns Helikopter. Und dann gehen wir jetzt erstmal. Ich lasse es mal mit Sünder sein. Weil sonst gibt es Stress. Gibt es doch so ein ohne irgendetwas jetzt gleich, oder? Wir haben den hier. Aber wir nehmen mal den hier. Los, fahren wir damit. Nee, warte mal. Das ging ja anders. Fahrzeug wählen. Nee. Da, Fahrzeug. Fahren. Spawnen. Ja. Gut, wir haben ihn. Dann einsteigen und wir fliegen los. Kommt, Leute, wir machen Ausflug. Wie Kontakt. Vorsicht, wenn die Pech. Oh, scheiße. Wie fliegt man nochmal den... Die Buchte? Okay, ich muss mit X steuern. Warte mal, was macht das Ding da unten oben? Ja, ich bin Sünder, aber ich bin dein Sünder. What the fuck? Wie im Viertel ist das Fieden? Bin am Boden, helft mir hoch. Kann ich nicht mehr, ich war auch am Boden. Am Boden der Tatsachen angekommen. So, dann machen wir das Ganze jetzt gleich nochmal. Wir holen uns Helikopter und machen als erstmal das Ding da oben fertig. Ich frage mich, kann man auch Raketen benutzen? Das wäre nicht gut. Man müsste halt, wie gesagt, keine Minigun dafür benutzen. Weil sonst wäre es irgendwie ein bisschen doof. Fahren, ja. So. Einsteigen. Einsteigen lassen. So. Waffe wechseln ist die Taste. Woher weiß ich, welche Taste. Da. Nicht schon wieder. Mein Gott, der Heli ist schon wieder da. Ich habe ihn doch eigentlich vernichtet. Lass mir jetzt mal. Steigen und singen. Ach, da ist ja die ganze Beschreibung davon. Na gut, lassen wir mal sein. Ich habe andere Gesetze, andere Grenzen, die ich setzen muss. Ein Gesetz ist, diese scheiß Statue loszuwerden. Das ist nicht das, was ich haben wollte. Ich hab doch das Ding fast weg. Ich weiß, dass sehr viele Punkte auf mich sind. Beschützt die Statue! Ach, scheiß auf Statuen, wer braucht die? Ah, ne. Ich habe auch nicht so eine. Ach so, um den letzten Rest wegzumachen. Meint ihr das hier? Oder meint ihr, was hier noch weg soll? Das Buch? Ach so, das sind... Oh mein Gott, okay, ich verstehe. Okay, dann machen wir mal. Oder für vielleicht das da unten noch? Joseph's Gebrabbel in der Statue versteckt. Geh doch mal rein und verbrenn sie. Zeig ihr, was passiert.
wenn man sich mit den Falschen anlegt. Kann ich ruhig machen, aber ich habe hier kurz ein paar Probleme. Hier gibt es sehr viele Sniper. Oder generell habe ich sehr viel Ärger am Hals. So, das ist down. Gibt es hier noch irgendwas? Ah, gehen wir jetzt einfach. Down. Sink am Flug angehen. Sinken und schießen. Und dann machen wir das Ding schnell down. Hört sich doch eigentlich gut an, oder? Schieß mal ein bisschen, geht nicht mehr. Jetzt gibt's Balle, Balle. Oh. Au, das tut weh. Ich wurde getroffen. Okay, wir haben schon Stress ausgelöst, also werden wir auch den Stress noch beenden. Gut ausgewichen, mein Freund. Der Klötenschuss hat aber auch was anderes zu dir gesagt, oder? Thema, halt dich fern. Jo, wo gibt's denn hier noch Schützen? Da oben ist ein Schütze. Genau, da. Und dann sind sicherlich noch da oben welche. Wir werden am besten Ruhe bewahren und alles nach und nach. Weg, Mann. Waffe wieder wechseln, nachladen. Habe ich dafür überhaupt Munition bekommen? Offen? Nee, ich habe keine Munition dafür. Wie bist du hier runtergekommen eigentlich? Ah, na. Ey, auf damit. Ich will die plündern. Ich will die einfach nur plündern. Meine Munition ist deine Munition. Würde ich gerne sagen, aber stimmt nicht. Alles gehört mir. So, wir müssen jetzt hier rein in den Bunker und... Oh, wenn man sich was. Wie kann ich Medkits einsetzen? Achso. Da habe ich den... Achso, ich habe ihn nicht gesehen gehabt, weil wegen Tag- und Nachtrhythmus. Wie eine neue Welle. Ich dachte, ich sollte hier alles mitnehmen. Ach, scheiß drauf. Gehen wir nach oben. Eine Etage höher. Stopp nicht. Ich weiß mal, was sie alle von mir wollen. Na? Macht ihr euer Gebet schön? Hoffentlich. Mann, was sind das hier alles für Gläubige? Okay, die wissen, wo wir sind. Und die wissen auch, mit was sie schießen. Na gut, viel ist nicht mehr von der Statue übrig. Also was sollen die machen? Können nichts machen. Außer zugeben, wie alles zugrunde geht. Da unten ist einer. Pass auf Scharfschützen und Raketenwerfer auf. Die machen dich schnell platt. Ja, ich weiß, aber ich... Gute Nacht. Kann einfach mal Boomer sagen, bitte, wo die sind? Dann wär's einfacher. Ich muss ja auch immer noch hoch. Komplett vergessen. Wie komme ich hier eigentlich hoch? Guten Tag, hier. Augen nach oben. Da kommen ein paar Helis auf dich zu. Ein paar Helis? Ich habe aber keine Anti-Heli-Waffen. What the fuck? Da. Da sind die Helis. So, jetzt erstmal hochwatscheln. Schönen guten Tag, meine Freunde. Ich bin hier, um ihre ganze Lage aufzuräumen. Der Putzkraft ist da und macht sie alles nass. Seht euch die Putzkraft an. Räumt alles auf. Habe ich schon was gemacht?
Das war eine Putzkraft. Richtig. Die Putzkraft hat alle vernichtet. Schön, Lili. Wo sind die denn? Hallo? Keine Ahnung, gehen wir weiter. Hallöchen, wie ist hier noch? Da ist ein Heli. Da ist ein Heli-Schrotti. Tschüss. Ach, Mann, ist so schön. Ich habe jetzt alle weggemacht. Mein Gott, Alter, bin ich ein Monster hier drin eigentlich. Alles nur, weil die Sekte einfach bloß ein Ort zum haben wollte. Habe ich einfach alles niedergerissen, was sie hatten. Mein Gott, ey. Naja, was soll ich halt machen? Ich freue mich, dass ich hier helfen kann. Mein Fehler wieder rückgängig zu machen. Und dafür sage ich auch, mach ich gern. Und zum Teufel haben sie aber das ganze Zeug hingeballert. Oh mein Gott, die haben es nicht am obersten Teil rangepackt, oder? Nee, hier. Da ist die Bibel. Ha, die Bibel des Vertrauens. Ja, wenn sie. Und weg damit. Tschüss. Das waren die Worte des Vaters. Das sind niemands Worte. Was hast du getan? Seine Worte. Hast du eine Ahnung, was er mir antun wird? Habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er mit dir machen wird. Ich weiß aber zu 100% das ganze Ding muss enden. Das war einfach nur wunderschön. Joseph Seed wird sich in die Hose machen. Und Faith kriegt Hitzeballon. Die wird sich für das verbrannte Buch und die kaputte Statue verantworten müssen. Super Aktion. Eigentlich direkt kann sie nichts dafür. Ihr Vater ist ja dran schuld. Der Vater alleine trägt die ganze Verantwortung dafür. Faith kann nichts dafür haben. Meine Meinung. Da hinten ist Stress, raucht es. Da hinten ist Stress, raucht es. Da hinten Stress, da hinten Stress, da hinten Stress. Im Hauptquartier kann ich gar nichts mehr sehen. Und hier hinten? Vielleicht sind es einfach noch die ganzen Brandpunkte. Aber ich hoffe, euch hat jedenfalls die heutige Folge gefallen. Ich habe diesen ganzen Turm, alles was damit zusammenhängt, plus dazu die Worte des Vaters vernichtet. Vom Vater Joe. Ja. Ich wünsche euch dann jedenfalls allen noch einen schönen Tag noch. Und dann bis zu einer weiteren Folge von Far Cry 5. Dann tschüss. Und bitte nicht vergessen, Predigten ist gut, aber nicht wie diese Leute hier. Die müssen dafür büßen. Tschüss.